aber der fällt. Guck mal. Siehst du das? Der hat den gar nicht berührt. Rot-Weiß Essen. Erst benachteiligt im Pokal und nun gefordert in der Liga. Das ist eine Katastrophe. Großer Andrang und große Gesten bei der Düsseldorfer EG. Für mich ist das das Mindeste, was ich machen kann. Und Maximilian Schachmann. Viel los bei Paris-Nizza. Ich war recht überrascht, wie viele Zuschauer es doch heute am Straßenrand gab. Mittwoch, 3. März. Rot-Weiß Essen spielt am Abend im DFB-Pokal. RWE-Fan Steven Gallinat darf seit 2 Tagen wieder seinem Beruf als Friseur nachgehen. 9,5 Wochen war der Salon seiner Familie im Lockdown geschlossen. Also auch wenn du vom Staat immer hörst, Hilfe. Also auf 50% unserer Kosten bleiben wir komplett sitzen. Ne? Da reden wir mal, das sind ein paar Tausend. Ne? Allein am Tag der Wiedereröffnung wurden hier 120 Kunden von morgens 9 bis nach Mitternacht die Haare geschnitten. Der Ansturm war enorm. Also die Leute sind uns die Bude eingerannt. Termine sind bis auf 4,5 Wochen, 5 Wochen ausgebucht. Wegen des Pokalviertelfinals Rot-Weiß Essen gegen Holstein Kiel macht Steven Gallinat an diesem Tag früher Feierabend. Tschüss, Vater. Alles auf Sieg. Alles auf Sieg. Zu Hause zeigt er seinem Kumpel Michael noch vor Anpfiff seinen Auftritt im RTL-Nachtjournal. Ein richtiger Star hier langsam, hä? Seit seinen ersten Interviews in der No-Sports-Folge 21 im Oktober vergangenen Jahres ist Steven Gallinat in seiner Eigenschaft als Friseur und als RWE-Fan in Essens erfolgreicher Saison regelmäßig in den Medien. RTL, Sat.1, WDR, ARD, was haben wir noch? Ja, WDR 2, Radio. Also ein paar Sachen, ja, keine Ahnung, was bis jetzt noch ansteht. Ich bin für alles offen. Vielleicht nächstes Jahr Dschungel. Los geht das, Männer. Prost. Auf Sieg. Nur der RW. Das Pokalviertelfinale ist Essens größtes Spiel seit fast 30 Jahren und wird geprägt von einer Fehlentscheidung. Scheiße. Da war doch nix. Das war nix. Der hat den gar nicht berührt. Der hat den gar nicht berührt. Guck dir das an, Junge. Guck mal, wo der fällt. Guck mal. Siehst du das? Der fällt schon vorher rein. Der hat den gar nicht berührt. Elfmeter für Kiel. Eine Fehlentscheidung, die auch nicht mit Hilfe des Videoassistenten korrigiert wird. Boah, was ein Scheiße, was ein Betrüger, ein scheiß DFB. Am Ende verliert RWE mit 0:3 und scheidet aus dem Pokal aus. Ohne Zuschauer. Und wie danach den Nachrichten zu entnehmen ist, wird es wohl noch lange dauern, bis die Stadien wieder mit Zuschauern gefüllt sind. Wenn wir Glück haben zur neuen Saison, wenn wir Glück haben. Also wenn wir richtig Glück haben, wenn das so weitergeht, wahrscheinlich erst nach der Winterpause 2021/22. Damit rechne ich. Also dafür ist das Tempo, was das Impfen angeht, einfach meiner Meinung nach viel zu langsam. Es sollen Schritte der Öffnung sein und gleichzeitig Schritte, die uns in der Pandemie nicht zurückwerfen dürfen. 6. März. Von den nun anstehenden Lockerungen wird die Deutsche Eishockeyliga nicht profitieren. Da die Düsseldorfer EG ihre Arena für Zuschauer weiter nicht öffnen darf, ist sie darum bemüht, auf andere Weise direkten Kontakt zu ihren Fans herzustellen. Wie bereits im Januar hat der Club auch an diesem Tag zu einer Drive-In-Aktion geladen. Die EG-Spieler putzen Scheiben. Corona-konform werden Magazine, Fanartikel und Spanferkelbrötchen verteilt. Die Spieler stehen außerdem für Erinnerungsfotos bereit. Während der Profifußball weiterhin überall präsent ist, muss das Eishockey derzeit mit solchen Aktionen auf sich aufmerksam machen. Das Schwierige ist, dass mit den Fernseher und so. Die Fernseher hat so viel mit Fußball und nicht so viel mit dem Eishockey. 250 Autos fahren vor. Im Gegensatz zum Profifußball sind deutsche Eishockeyclubs wie Düsseldorf abhängig von Zuschauereinnahmen. Bei der DEG hat bereits ein Drittel der gut 3000 Dauerkarteninhaber auf die Rückerstattung der Kosten für die Saisontickets verzichtet. Das hat der DEG eine 6-stellige Summe eingebracht. Für mich ist das das Mindeste, was ich machen kann. Also mein Vater geht seit über 40 Jahren zur DEG und mir wurde es in die Wiege gelegt. Also für mich war das überhaupt keine Frage, das nicht zu machen. Für manche ist es ein finanzielles Opfer, auf die Rückerstattung der Dauerkarte zu verzichten.
Meine ist noch eine ermäßigte, das sind 300 Euro. Und die andere weiß ich gar nicht genau, das ist ein bisschen mehr. Ich glaube 400 Euro knapp. Ein dickes, fettes Dankeschön. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Die ihr Geld nicht zurückhaben wollen, erhalten einen besonderen Puck mit der Aufschrift Saisonretter. Hat sich ja gelohnt zu kommen. Die Spieler, die diese Saison auf mehr als 60% ihres Gehalts verzichten, wissen die Solidarität der Fans zu schätzen. Ich weiß es nicht, bei jedem Fan einzeln die Umstände mit Arbeit und ob jemand selber in Kurzarbeit musste oder vielleicht entlassen werden musste, weiß man ja nie. Und dann, dass trotzdem so viele Fans auf ihre Dauerkarte praktisch verzichten, ist schon eine sehr tolle Geste. 7. März. In der französischen Provinz der Auftakt zu Paris-Nizza, dem ersten wichtigen Etappenrennen der neuen Radsportsaison. Vorjahressieger Maximilian Schachmann mit dem Team Bora Hansgrohe bei der Präsentation der Mannschaften. In den Wochen zuvor waren Rennen in Spanien und Portugal, bei denen Schachmann starten wollte, Corona-bedingt abgesagt worden. Paris-Nizza deshalb nicht nur für ihn der verspätete Saisonstart. Ich denke, es geht vielen so wie mir. Man weiß nicht ganz, wo man steht, aber die nächsten Tage werden's zeigen. Die vom französischen TV produzierten Fernsehbilder des Rennens dürfen wir aus rechtlichen Gründen nicht zeigen. Dafür zumindest Eindrücke vom Streckenrand, wo sich überall Zuschauer aufhalten dürfen. Im Vorjahr, zu Beginn der Pandemie, war Paris-Nizza zum Auftakt zwar auch noch mit Publikum gestartet, die restlichen Tage dann Corona-bedingt aber ohne Zuschauer gefahren worden. Dieses Mal aber wieder viele Menschen eng dran und dicht beieinander. Vor einem Jahr war Paris-Nizza das letzte große Radrennen vor der monatelangen Corona-Pause. Dieses Mal soll es der Beginn in eine möglichst störungsfreie Saison werden. Schachmann beim Auftakt mit dem Hauptfeld im Ziel. Ich war recht überrascht, wie viele Zuschauer es doch heute am Straßenrand gab. Also ich weiß nicht, ich bin hin und her gerissen. Zum einen die Maßnahmen, zum anderen freut man sich, dass das Interesse noch da ist. Zurück im Regionalliga-Alltag ist Rot-Weiß Essen. Thema ist allerdings immer noch das Pokalspiel, die richtungsweisende Elfmeter-Fehlentscheidung. Der Ärger über Schiedsrichter und Videoassistent VAR weiterhin groß. Das tut weh, das tut immer noch weh. Und immer wenn ich dann denke, dann kommt es mir auch noch hoch und ich bleibe auch dabei. Wir können uns das ganze VAR-Thema sparen, wenn wir es so anwenden. In der Bundesliga wird jede Woche darüber diskutiert. Jetzt haben wir es auch mal erlebt. Das ist eine Katastrophe. Essen geht in der Liga gegen Fortuna Köln in Führung. Nach eigenen Angaben hat RWE mit der erfolgreichen Pokalsaison 2 Millionen Euro umgesetzt, mit denen nun Corona-bedingte Einnahmeausfälle kompensiert werden. Essen gewinnt 2-0, bleibt Tabellenzweiter. Wichtiger als der Pokal ist der Aufstieg. Jetzt ist Liga-Alltag und da haben wir ein großes Ziel. Und zurückgucken im Fußball bringt eh nichts. No Sports? Nächste Folge unter anderem mit Jessica Felsner und ihrem ersten Wettkampf vor der Olympia-Qualifikation.